Ich kann das alles erklären. Das ist nicht so, wie es aussieht. Jetzt im Ernst. Das ist nicht so, wie es aussieht. Freunde, wir haben ein Problem. Es fehlt nicht mehr viel zu den 10.000 Abonnenten. Okay, also zumindest nur noch um die 6.500. Wenn du der besten Community auf ganz YouTube zu den 10.000 Abonnenten helfen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal und like das Video. Und solltest du das nicht tun, dann passiert genau das. Also Freunde, ich würde es nicht riskieren und jetzt direkt ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Moisti meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja Leute, ihr seht schon, ich fahre gerade ganz easy mit dem Lambo herum. Und zwar Freunde, heute wird etwas total krass passieren. Ihr seht schon, ich bin ein 1A-Fahrer. Und zwar Freunde, wir werden heute einfach den ersten Fortnite-Skin-Contest mit den Autos machen. Und ich bin extrem gehyped, Freunde. Falls ihr auch gehyped seid, dann lasst ihr jetzt unbedingt ein Abo und ein Like da. Und ja Freunde, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal meine Karre. Das ist hier ein ganz easy Lambo, habe ich mir ganz easy von meinen Ersparnissen geholt. War kein Ding so für mich. Und ja Freunde, ich würde sagen, bevor das Video beginnt, es würde mich mega krass freuen, wenn jetzt alle einfach mal auf Ehrenbruder was ein Abo da lässt und die Glocke aktiviert, damit ich mir inshallah auch mal einen zweiten Lambo kaufen kann. Und ja, Freunde, wie gesagt, wir machen heute ganz easy einen Autoskin-Contest. Das heißt, die Leute da hinten stehen einige. Ich glaube, das sind so 5-6 Leute. Unter anderem auch Tata, ihr kennt sie alle. Und zwar, wir machen heute einen Autoskin-Contest und ich würde sagen, Jungs, ich würde sagen, dann fahren wir einfach die erste Person kann direkt nach vorne fahren. Wir bewerten das Ganze und ich hoffe, dass ihr alle mit dabei seid. Let's go! Okay, da kommt direkt die erste Person angefahren. Okay, wir haben direkt hier vorne die erste Person stehen. Dann würde ich sagen, was ist das denn für ein Auto? Das ist ein Range Rover, richtig? Oder ist das ein ganz normaler Van? Das ist ein Range Rover. Range Rover. Okay, was hast du dir bei deiner Skin-Kombination so gedacht? Ich bin halt aus dem Fight Club. Ja. Boxerfield und ja, Range Rover habe ich halt geklaut. Nee, Digga, ist nicht so meins, Bro. Ist echt nicht so meins. Also Skin-Kombination reingeschissen und feiere ich nicht so, Bro. Tut mir leid, Digga. Also ich würde dich rauswerfen für die erste Runde. Also einmal bitte hier entlang fahren, dann kannst du da den Berg runterfahren und direkt im Wasser, okay? Hau rein, Bro. Okay, ich würde sagen, der erste wird jetzt direkt das Zeitliche sehen. Dann kann direkt der nächste kommen. Und zwar, er kommt mit einem AMG an. Okay, das wird natürlich schon interessanter. Oh, shit. Oh, das ist geil. Das ist geil. Ach, Endre, du bist es, Bro. Das sieht echt geil aus. Was hast du denn bei deiner Skin-Kombination gedacht, Bro? Ich weiß nicht. Also, ich fand den Skin halt voll nice und ich wollte den halt unbedingt nehmen. Weil ich wusste halt, dass es silberne Autos gibt. Und dann habe ich mir halt noch eine silberne Pickaxe und ein silbernes Back. Der, ich muss dich echt loben. Ich muss sagen, geile Skin-Kombination. Passt vollkommen zusammen. Silber und Silber. Und das ist ein AMG. Welches Modell ist das? Ein GTS oder? GTS, ja. Perfekt, Bro. Ja, feier ich. Auto, klasse. Du bist klasse. Perfekt, Bro. Dann fahr mal direkt weiter. Du bist in der nächsten Runde. Aber nicht mein Lambo zerkratzen, ne? So, der nächste kann direkt kommen. Und da kommt noch ein Lambo an. Okay, das ist ein Nachmacher. Das ist schon mal ganz schwierig. Aber ein Falschfahrer anscheinend. Ja, dann steig mal bitte aus. Ey, was wird denn das? Hallo? Hallo, und wer sind Sie? Ja, hallo. Ich bin die Tata. Ja, Tata. Darf ich wissen, warum Sie mich einfach anfahren? Sie standen halt im Weg mit ihrem Fake-Lambo da hinten. Okay, Tata, vergesst mir das. Dann sagen Sie uns mal, was haben Sie hier denn für ein Modell? Was ist das für ein Auto? Und was war Ihre Intention, dass Sie hier ein Lambo genommen haben als Rennfahrerin? Ich bin einfach die beste Rennfahrerin und das passt ja zusammen. Okay, okay. Und du hast dir heute auch extra einen Helm angezogen, damit du auch keine Unfälle baust, ne? Ja, klar. Und ich gewinne natürlich auch. Ja, dann würde ich sagen, du bist aber auch auf jeden Fall weiter. Es passt gut zusammen. Dann fahr mal auch bitte einmal rechts ran. Okay, perfekt. Ich würde sagen, der nächste kann direkt kommen. So, Community, da kommt direkt der nächste. Und das ist ein Taxifahrer. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ein Taxifahrer, das kann natürlich spannend werden. Dann komm mal her, Mr. Taxifahrer. Oh, eine Taxifahrerin. Hallo, können Sie reden? Können Sie Deutsch? Ja, was geht? Was geht ab? Was war denn Ihr Ziel hier mit dem Taxi? Ich wollte einfach den Leuten helfen, die kein Auto haben, damit sie von A nach B kommen. Ey, das ist echt schon ehrenhaft. Das machst du ehrenamtlich oder so als Hauptberuf? Oder wie machst du das Ganze? Hauptberuf. Hauptberuf, okay, okay, okay. Wie verdienst du so im Monat, Bruder? Eigentlich, ich verlange nicht so viel, deswegen so. Ja, Ehrenmann, Digga, ich muss sagen, passt alles gut zusammen mit den Bananen noch für deine Gäste und sowas. Also, Bro, das ist echt eine geile Kombination. Ja. Fahr auch direkt links ran, Digga. Ehrenbruder. Okay, der nächste kann direkt kommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Freunde, wir sehen schon, es ist ein Truck sogar. Mal schauen. Yo, was geht ab, Bro? Ja. Ja, was war denn Ihr Ziel hier so mit dem Auto, ne? Ja, also, ich bin LKW-Fahrer so und ich fahr LKW. Alles klar, Beschreibung könnte ein bisschen genauer sein, aber man muss sagen, so von der Skin-Kombination her passt es schon zusammen. Ich meine, du hast so einen silbernen Anzug an, ne? Dann so einen silbernen LKW halt quasi. Was fährst du denn herum? Ich hoffe nicht, dass du hier zu viel CO2 verbrauchst, ne? Egal, ich würde sagen, Elektromotor, ja, das passt. Ja, okay, ich würde sagen, dann fahr auch direkt links ran. Feier ich, Bro, sehr, sehr schöne Kombination. Kuss.
So, dann würde ich sagen, der nächste kann ja kommen. Noch ein Truck oder noch ein LKW. Okay, okay. Tut mir leid. Jo, ich fahre seit... Ist schon eine stramme Zeit, ne? Ja, schon. Umwelt. Hauptberuflich transportiere ich sowas wie... Okay, Mister, verstehe ich. Und was, warum müssen Sie mich hier anfahren direkt? Was soll das? Ja, Sie sehen doch meinen Rucksack hier hinten und... Da ist halt sehr wenig Wasser drin, weil ich 3 Tage immer unterwegs bin. Ich bin sehr, sehr müde, wie Sie sehen. Ich habe mein Bart noch lange. Ja, ich merke schon, Sie haben auf jeden Fall einen harten Job, aber ich muss sagen, der LKW, der passt einfach nicht zu Ihnen. Die sind so ein alter, ich würde sagen, so ein Silberner hätte schon mehr gepasst, ne? Ja, ich weiß, aber da kam irgendwie ein Breiter und hat mich so weggeboxt, du glaubst nicht. Ein Breiter kam da? Lol, ja. Ich glaube, ich kenne den, aber nee, ich kenne den nicht. Okay, alles gut. Ja, ich muss sagen, es gibt schon bessere, deswegen würde ich dich auch einfach mal bitten, wegzufahren, so. Einmal wegzufahren, bitte. Spaß, Bro, aber trotzdem sehr schöne Kombination, also hau auf jeden Fall rein. Und ich würde euch jetzt alle darum bitten, mich nicht mehr anzufahren, denn sonst werde ich tot sein. Ganz easy. Der nächste kann direkt kommen. Dann zeig mal her, was du drauf hast. Noch ein AMG, okay. Rhynix, du bist es, Bro, was geht ab? Jo, was geht, Bruder? Auf jeden Fall kurz erklärt, meine Jacke passt perfekt zu meinen goldenen Felgen. Ja, plus ja, die passt. Streifen zu meinem Oberteil. Und ja, das ist ein AMG S-Coupé. 600 PS hat das Baby und ja. Ja, dann 600 PS meintest du? Ja. Ah, mir kommt sofort, setzt du da einen Soundsimulator hinten drinne. Der ist niemals so laut, das kann gar nicht sein. Nein, doch. Sollen wir mal einen Test? Ja, ich führe mal einen Test durch. Ah, guck mal. Warte. Okay, Community, ich habe jetzt das Auto und ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach weg. Dein Spaß. Ja, okay, Bro, passt auf jeden Fall perfekt zusammen. Nice. Seien wir mal jetzt ganz ehrlich unter uns, okay? Hinten ist schon ein Soundsimulator drin und du würdest schon mehr Sound haben, kann das sein? Ja, okay, stimmt. Aber niemand hat man, wissen, das merkt man auf jeden Fall. Aber anhand dessen würde ich dich auch einfach mal bitten, wegzufahren, Digga. Weil das geht echt gar nicht. Was? So mit dem Soundsimulator. Ich meine, du hast schon S-Coupé und dann kommst du trotzdem noch mit dem Soundsimulator an, um einfach so einen geilen Sound wie bei mir zu haben. Hier, ich kann ihn dir nochmal vorführen. So, Community, ich würde sagen, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg auf Ihrem weiteren Wege. Und ja, wir machen dann direkt mit dem Skin-Contest weiter, ne? Ich würde sagen, dann, lieber Teddy, hauen Sie mal bitte einen Tanz raus, der zu Ihrem Auto passt. Nee, Bruder, schau mal, hau mal einfach einen easy Tanz raus, der zu deinem Skin passt und der zu deinem Auto passt und dann, kann man das Ganze auch weiter bewerten, okay? Okay, der Tanz, der passt auf jeden Fall zum Roboter wahrscheinlich, der passt auf jeden Fall zu deinem Skin. Ja, kann man durchgehen lassen, ich mag dich ja sowieso, ich muss sagen, das ist bis jetzt die schönste Kombination, passt auf jeden Fall. Und, auf jeden Fall, wissen Sie, warum Sie mich weiterlassen sollten mit dem Tanz? Ups. Weil ich mir den mit Creator Code Miloxi gekauft habe. Ah ja, dann passt das natürlich perfekt. Okay, ich würde sagen, dann mach du mal weiter, Tata. Was hast du hier für uns vorbereitet? Ja, also, weil mein Auto ja schneller als alle anderen sind, geht es natürlich hier nicht ab. Okay, das passt auf jeden Fall gut zusammen. Aber das ist nicht zufällig das Auto von Mehmet, oder? Ist doch das Auto von Mehmet, oder nicht? Nein. Tata? Nein, hä? Kann es sein, dass du irgendwie Talara heißt oder so? Oder Tilara? Okay, perfekt, Tata. Dann, ja, aber ich würde es auch durchgehen lassen dafür, weil ich meine, ich feiere irgendwie das Auto. Also ich muss sagen, ich finde das Auto echt wunderschön. So ein schönes Auto habe ich noch nie gesehen. Ach, da vorne steht ja meins, ganz vergessen. Okay, wir machen direkt weiter. Taxifahrer, dann mach du mal bitte ein. Also guck mal, ich telefoniere immer mit den Leuten, damit ich sie abholen kann. Ich verstehe schon. Passt perfekt, Bro, passt perfekt. Du telefonierst so mit den Leuten, damit du sie so abholen kannst, mit deinem Taxi dann auch herumcruisen kannst, ne? Nice. Und du meinst, du machst das Ganze hauptberuflich, ne? Okay, perfekt. Ja, genau. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir kommen nochmal zu dir, Brutus. Bis jetzt haben alle gewonnen, jetzt musst du echt überzeugen, sonst bist du auch erstmal raus, Bro. Ja, also ich habe hier, hier, so, ja, weil meine Hupe vom LKW ist defekt, deswegen muss ich das immer mit dem guten Ding hier machen. Das ist eine echt nice Idee. Ich würde sagen, der schlechteste war aber tatsächlich jetzt doch der gute alte Endrit. Wir lassen dich trotzdem drin, mein Lieber. Willkommen Sie jetzt, Mister? Na? Kannst du dich aus meinem Auto verziehen? Sicher, dass es dein Auto ist? So, Community, ich würde sagen, wir machen mal direkt weiter. Dann haut mal bitte alle ein Emoticon raus, der zu eurem Skin passt. Beziehungsweise zu eurer ganzen Kombination. Einfach mal einen raushauen. Der schlechteste, der jetzt passt, der wird natürlich erstmal rausfliegen. Ist natürlich selbstverständlich. Okay, ein Teddybär. Das muss allgemein passen. Also du hast jetzt den Teddybär gewählt, endgültiger Dings da. Renn, das passt super von der lieben Tata. Ja,
weil ich einfach Rennfahren immer gewinne. Alles klar, dann würde ich sagen, Sonne. Ah, ist in Ordnung. Und du? Ah, so Handschellen. Wofür sind die Handschellen? Weil sie schon auf dem weil du schon auf dem Knast warst? Oder wofür, Bro? Ja, ja. Okay. Ja, willst du eine Kokosnuss haben? Ja. Okay, Community, der Truck ist jetzt auf jeden Fall weggefahren. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt direkt weiter. Wir haben gerade Emoticons gemacht. Und ich würde sagen, was könnten wir noch machen? Wollen wir einfach nochmal direkt einen Tanz machen, Leute? Oder was wollen wir machen? Wir können ja mal... Ich würde sagen, damit es spannend bleibt, werden wir es jetzt so machen, dass wir jetzt Sprays machen. Das heißt, ich werde hinter euer Auto jetzt eine Wand platzieren. Und ihr müsst dann wirklich auch einen nicen Spray dahin sprayen, der wirklich zu eurem Auto und zu eurer ganzen Skin-Kombination passt, okay? So, fahren wir das Taxi ein bisschen weiter nach vorne am besten, Taxifahrer. Perfekt. Aber eine Frage, Roxy. Ja? Sollen wir dann noch zu dem Emote was beschreiben? Nee, einfach einen Spray machen, der passt halt. Also am besten ein Spray. Ihr könnt auch ruhig zwei machen, aber einer wäre praktischer. Ich habe einen Spray, wo ich dir erklären will, warum ich den gemacht habe. Ja, dann mach erstmal, Bro, und dann schauen wir uns das an. Okay, ich würde sagen, wir fangen von rechts an, bei der lieben Taxifahrerin, beziehungsweise bei dem Taxifahrer. Zeig mal dein Spray her. Mhm, eine Banane. Ich hab hier. Passt vor, also farblich gesehen passt es natürlich perfekt, auch zu deinem Outfit. Was hat das jetzt mit Taxi zu tun? Also zwar, ich bin ein sehr netter Taxifahrer, ich biete auch gern Bananen an und Bananenmilch. Du magst auch Bananen, ne? Ja, genau. Und du hast die auch öfters im Mund tatsächlich, oder? Fresh. Okay. Dann würde ich sagen, ja, passt auf jeden Fall perfekt, Bro. Auch mit deiner Kombination feiere ich, Digga. Also ich muss sagen, Taxifahrer-Favorite gerade. Okay, dann Tata, du bist dran. Was hast du dir bei deinem Spray gedacht? Okay, Tunnel und ein Pfeil. Ja, ich mit meinem Lamborghini ja immer abends durch die Tunneldüse. Es ist in Ordnung, aber es gibt auf. Wir schauen uns erstmal das von dem Teddy hier an, okay? Teddy, komm, hau mal raus. Also ich hab meine Erfinderin hier hingesprayt. Erste Sache, sie ist echt nett und sie hat mich und mein Auto erschaffen. Ja, das ist, ja, Bro, 1+, Digga, 1+ mit Sternchen, Digga, das passt perfekt zusammen. Das ist echt eine Meisterleistung, Community. Wenn ihr mal irgendwie hier beim Skin-Contest mitmacht, dann einfach Epic-Namen kommentieren. Ich add dann ein paar Leute von euch, da können wir es gerne nochmal machen. Und so etwas will ich dann echt sehen. Das ist echt 1A mit 23 Sternchen. Ich würde sagen, in der Runde fliegt dann erstmal Tata raus, weil das war jetzt erstmal so das Schlechteste. Aber Tata, nicht traurig sein, nächstes Mal kannst du gerne wieder mitmachen, okay? Ich würde sagen, Jungs, seid jetzt bereit fürs Finale. Ich würde sagen, wir machen jetzt etwas Krasses. Taxifahrer gegen AMG-Fahrer. Ein episches Rennen-Battle, okay? Wer von euch das Rennen schneller meistert, der wird gewinnen. Okay, Freunde, wir haben hier jetzt das epische Duell und zwar einmal den Taxifahrer gegen den Teddybär. Und ich würde sagen, Freunde, wir sind auf jeden Fall schon mal mega gespannt. Ich wünsche beiden natürlich viel Glück. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, wer gewinnen wird. Und ja, Freunde, ich würde sagen, sobald ich Go sage, wird es direkt losgehen. Jungs, habt ihr es verstanden? Perfekt, okay. Ich würde sagen, es geht auf 3, 2, 1 und Go. Let's go, alle fahren, let's go. Es geht los. Okay, man sieht schon, das Taxi ist ganz wenig weiter vorne. Okay. Das Taxi hat zwar den schwierigeren Weg, aber ist trotzdem weiter vorne. Der AMG holt immer langsamer auf. Ah, das Taxi kommt auf jeden Fall weg. Okay, das sieht eindeutig aus fürs Taxi, sag ich euch ganz ehrlich. Das sieht gerade eindeutig aus fürs... Nein, das Taxi ist abgewichen, was macht es? Nein, das Taxi... Oh mein Gott. Das könnte jetzt verloren sein fürs Taxi. Oh mein Gott, nein. Das Taxi muss jetzt aufholen. Und sonst ist alles vorbei. Sonst ist es komplett vorbei. Der Typ muss jetzt einen Fehler machen, aber nein, es sieht schlecht aus für ihn. Okay. Und damit würde ich sagen, der Gewinner ist der liebe Endrit. GG an dich, Endrit. Nice gespielt. Richtig nice gefahren, würde ich sagen, Bro. Sehr, sehr stark gespielt. Ich würde sagen, war ja noch ein spannendes Rennen, Bro. Nice gefahren auf jeden Fall. Ich würde sagen, Community, das war es jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Abo und Like nicht vergessen. Und ja, Freunde, beste Community, danke fürs Zuschauen. Kuss geht raus. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Video. Euer Gloxy. Und ciao, Leute.